nicht nach draußen kommen kann. Na, na, Rui, Junge, beruhig dich mal. Und dann schauen wir, ob wir dir helfen können, ja? Schnief, wovon sprichst du, Kind? Meine Mama ging in das Zelt, um sich eine Aufführung anzuschauen. Aber irgendwas ist passiert. Und jetzt kommt niemand raus. Außerdem sind da Wächter, die niemanden reinlassen. Aber die Mama ist da drin. Ich will meine Mama. Ich werde mal schauen. Wir müssen dem Kind helfen. Ich werde den finden, dem die Mutter wegnahm und ein, zwei Sachen über Anstand, Respekt und darüber beibringen. Wie dass man Finger von Eltern lässt. Recht zu Minsk. Auf, Cobra. Richtig, Minsk, Bo und Breaga, vereint gegen Kampf gegen das Böse. Wenn der Typ Waffen benutzen könnte, das kann doch nicht dein Ernst sein. Haben wir irgendwas noch? Nö, du kannst einfach. Also das werde ich nie verstehen. Nun ja, ein sinnloser Charakter, der einfach nur Erfahrungspunkte wegnimmt. Weißt du was? Hm? Nee, wir brauchen dich noch wegen dem ganzen Zeug, bis die Zauberin da ist. Betrachtet es als erledigt. Hallo! Amnischer Soldat, haltet ein. Der Zugang zum Zelt ist in eurer eigenen Sicherheit willen versperrt, Bürger. Der Zirkus bleibt geschlossen, bis die Angelegenheit geklärt ist. Ich würde gerne einen Blick reinwerfen. Bedauere, Bürger. Warum? Ist was nicht in Ordnung mit dem Zelt? Wir wissen es nicht genau. Während der Forschung lief alles nach Plan, doch irgendwas muss geschehen sein. Niemand, der die Forschung besucht hat, ist wieder rausgekommen. Und die, die wir zur Untersuchung reingeschickt haben, ebenfalls nicht. Hier ist zweifellos perfide Magie im Spiel. Natürlich, kaum geht was schief, hat mit Sicherheit ein verdammter Magier die Finger im Spiel. Ihr solltet die Sache erstmal gehörig annehmen. Uns sind die Hände gebunden, Meister Zwerg. Ich könnte den Fall lösen. Also von mir aus, ich werde euch nicht daran hindern, euren eigenen Hals zu riskieren. Gut, das ist kein Risiko, solange wir Schwerter und Tapferkeit besitzen und die hohen Werte der Gutartigkeit zu verteidigen. Na gut. Dankeschön, amnischer Soldat. Wir gehen in ein Zirkuszelt. Ja, ich erwarte euren Befehl. Hallo. Raus mit der Sprache. Buzuruk, das ist unnatürlich, Cobra. Macht euch keine Sorgen, wir werden der Sache auf den Grund gehen. Das hoffe ich, Mensch. Das sieht komisch aus. Naja. Erste Mal. Die Dienerin der Natur ist bereit. Wir müssen mal hier jemanden vorsorglich heilen. Viel besser. So, gehen wir mal nach vorne. Hallo Genie. Aha, ich sehe, ein Wanderer ist gekommen, um Kala zu erheitern. Ihr müsst natürlich ein Rätsel lösen. Erst dann kann ich euch über die, erlaube ich euch, über die Brücke zu gehen. Seid ihr bereit? Ich ziehe es vor, zu erfahren, wer Kala ist. Kala zeigt sich nicht jenen, die seiner nicht würdig sind. Seid ihr bereit, einzufangen? Nun gut. Dieses Rätsel ist tatsächlich seltsam. Wir lesen es einmal vor. Genie, ausgezeichnet. Eine Prinzessin ist so alt, wie der Prinz sein wird, wenn die Prinzessin doppelt so alt ist, wie der Prinz war, als das Alter der Prinzessin halb so viel betrug, wie die Summe ihrer beiden jetzigen Alter. Welche der folgenden Antworten könnte richtig sein? Da steht extra jetzigen, damit man das wieder richtig machen. Also damit man das nur in eine Lösung machen kann. Neben der Originalversion ist dieses jetzige weg. Im letzten Satz. Und man hat zwei Lösungsmöglichkeiten. Und die richtige Lösungsmöglichkeit, die auch hier verlangt ist, erfordert ein lineares Gleichungssystem mit, ich glaube, drei Gleichungen und wird dann gelöst mit x und 2x plus irgendwas. Je nachdem, wie man das löst, es ist auf jeden Fall eigentlich hier, glaube ich, 30 und 40, wenn ich mich nicht mehr täusche. Es geht aber auch zum Beispiel 8 und 12, 12 und 16 und so oder 12 und 20 oder sowas. Muss halt ein Verhältnis voneinander sein. Schauen wir mal, ob das noch stimmt. Der Prinz ist 30, die Prinzessin 40. Ja, das ist richtig. Der mächtige Kala respektiert jene, die ein flinkes und bewegliches Hirn haben. Geht weiter. Das freut mich. Ich habe 19.500 Erfahrungspunkte mehr gekriegt. Schauen wir, ob das reicht, damit die Kobra aufsteigt. Nein. Und das ist auch das Problem mit dem. Die Gruppe hat jetzt knapp 20.000 Erfahrung bekommen. Das heißt, wir haben es durch 5 geteilt und jeder bekommt einige Erfahrungspunkte mehr. Bei meiner Ehre. Kobra braucht jetzt noch 2.800 Erfahrungspunkte mehr. Ihr seht also, wenn man das Spiel solot, kann man sehr viel schneller, sehr viel heftiger aufsteigen. Wie dem auch sei, ja? Wandern wir weiter. Erledigt. Und das sieht auch nicht wirklich nach Zirkuszelt aus, wie man so sieht. Ups, nee, nicht reingehen, ich will das erlesen. Dieses große Gebilde würde wohl kaum in die Promenade passen und noch viel weniger in das Zelt, das ihr gerade betreten habt. Stimmt, betreten wir es mal. Wer seid ihr? Oh, wer immer ihr seid, ihr müsst sofort von hier fliehen. Er hat fast jeden umgebracht, der zu diesem Ort kam. Oh, bitte flieht. So, Eri, Typ Püppchen. Was zur Hölle, was für ein Zauber ist das? Einer, der euch ereilen wird, wenn er diesen Ort nicht den Rücken kehrt.
Wovon sprecht ihr da? Wer hat jeden getötet? Kala. Oh, ich weiß nicht genau, was er getan hat und wie er es getan hat. Aber alles hier ist eine Illusion. Jedoch eine solch mächtige Magie, dass sie verletzen kann, wenn man daran glaubt. Ah, ich sehe, dass ihr es nicht verstanden habt. Ich weiß nicht, wie er mit dem Zelt oder mit den anderen, die reingekommen sind, angestellt hat. Aber sie sind wirklich gestorben. Ihr müsst fliehen. Also ihr seht, mein Vorlesen ist irgendwie nicht so gut. Vielleicht habt ihr recht, ich sollte wohl gehen. Und hier, also wer böse ist, kann natürlich auch diese Kreatur einfach töten. Wer seid ihr? Wie kann es sein, dass ein Monster die Stimme einer jungen Frau hat? Ich bin kein Monster, ich bin eine Elfe, eine geflügelte Elfe. Oder zumindest war ich das dereinst. Diese äußere Gestalt, die ihr da seht, ist eine Art Illusion. Aber wenn ihr dran glaubt, wird sie real. Bitte, ihr müsst mir glauben. Ich habe noch nie von geflügelten Elfen gehört. Wovon sprecht ihr da eigentlich? Ich gehöre zur Rasse der geflügelten Elfen. Es gibt nicht mehr viele unserer Gattung. Wir kommen vom Sunderbarberg, der weit im Norden gelegen ist. Allerdings wurden meine Flügel schon vor langer Zeit abgeschnitten. Aber das ist jetzt doch nicht wichtig. Dieser Ort ist zu gefährlich. Ihr müsst in die Stadt zurückkehren und alle davor warnen, was hier vor sich geht. Ihr müsst fliehen. Ich werde mich nicht von der silbernen Zunge. Vielleicht habt ihr ja recht. Zuerst muss ich genau wissen, was vor sich geht. Ich hoffe, dass es euch nicht wie den anderen geht. Gut, mein Name ist Eri. Ich arbeite im Zirkus gemeinsam mit meinem Onkel Quail. Ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber vor ein paar Tagen hat sich alles geändert. Alles wurde chaotisch und hat sich in das verwandelt, was ihr hier sehen könnt. Aber es ist nicht echt. Es handelt sich um eine Illusion. Bla bla bla. Die Schergen, sie dienen Kala. Deswegen bin ich der Ansicht, dass es er da an allem schuld ist. Er war ein Illusionist im Zirkus. Er muss aufgehalten werden, bevor er noch mehr Leuten wehtut. Bitte, wenn ihr mich von meinen Ketten befreit, kann ich euch helfen. Ketten? Ich sehe keine Ketten. Die Ketten sind unsichtbar. Sie werden von der Illusion verdeckt und sie sind magisch. Sie erhalten die Illusion, die auf mir liegt und hindern mich daran, meine eigenen Zauber zu wirken. Aber natürlich, ist hier noch irgendwas unsichtbar? Eine riesengroße Armee von Orks vielleicht? Bitte glaubt mir doch. Wie kann ich euch von den Ketten befreien? Ihr benötigt den Schlüssel für die Ketten. Der Schlüssel wird nicht wie ein Schlüssel aussehen. Im Norden des Raumes sind einige ganz normal aussehende Bürger. Lasst dich euch keinen Fall durch die Illusion täuschen. In Wahrheit handelt es sich um Monster. Sie besitzen ein Schwert, das eigentlich der Schlüssel ist. Wenn ihr mir diesen Schlüssel beschafft, kann ich die Kette lösen. Seid vorsichtig. So, das hier ist Eri. Ein geflügelter Elf ohne Flügeln, den wir jetzt befreien sollen, indem wir Menschen ein bisschen nördlich töten. Und dann einen Schlüssel zurückholen, der aussieht wie ein Schwert, und ihr geben. Warum eigentlich nicht? Wie viel Weisheit habe ich? 13. Naja. Klingt halt ein bisschen strange. Was haben wir hier? Eine Lustsklavin. Da gehen wir mal nicht hin. Da oben haben wir einen Bürger und da nicht. Da ist eine Hanna. Kann man mit Hanna reden? Ich bin nur eine einfache Frau. Was genau geht hier vor? Ich weiß es nicht. Ein Gnom kam und begann, Magiekünste vorzuführen. Es war verrückt. Es war offensichtlich, dass alles, was der Gnom anfing, misslingen würde. Die Magie ging schief, alle begannen zu lachen. Okay, und dann veränderte sich alles. Ja, okay. Wer sind die Bauern hier? Das sind keine Leute. Sie sind grausam und gefährlich. Ich habe sie andere Leute täten sehen. Ihr müsst sie aufhalten. Wo ist dieser Kala? Weiß ich nicht. Die Frau da drüben scheint was über ihn zu wissen. Vielleicht, wenn er mit ihr spricht. Wer sind die Bauern hier? Seine Leute? Ich glaube, euer Sohn ist noch draußen. Wartet hier. Wirklich? Das werde ich. Vielen Dank. Soweit, so gut. Gehen wir mal nach Norden. So langsam sollte einem auch wirklich dem Letzten klar werden, dass das tatsächlich stimmt. Was bedeutet, was passiert, wenn wir hierhin zu der Bäuerin gehen? Hi. Ihr seht, die kommen zu uns. Ja. Ihr merkt es. Die greifen tatsächlich an. So, du das hier und du greifst doch mal bitte hier an. Greif mal die Bäuerin an. Ah, und schon verwandeln sie sich. Der Bauer und die Bäuerin sind jetzt irgendwelche Kreaturen. Viel mehr kann ich nicht aushalten. Ja, ist gut so. Einmal getötet und drauf da. Kann dem irgendjemand mal aus seinem... Ich warte auf euren Befehl. Aus seinem Problem bringen. Hier, heil den mal. So, damit ist er tot. Cobra, du hast keinen Platz mehr für irgendwas, ne? Guck mal, das da. Das kriegen alles Zauber. Meisterdiebeszeug brauche ich nicht. Kugeln brauche ich nicht. Ja. Do. Das hier ist ein Schwert des Obers.
Ich bin mir sicher, dass alle erdenklichen Arten von Mausefallen dort im Dunkeln nur auf unsere hineintappenden Zehen warten. So, der Oger mit weiblicher Stimme hat euch gebeten, das Schwert zu beschaffen und behauptet, die Illusion, die auf ihm liegt, bricht dadurch. Jo. 2W4, Langschwert. Kommen wir nochmal zurück. So sei es. So, ich frage mich ja nur, kann ich denn diese Dame irgendwie befreien, noch die Hanna? Seid mir gegrüßt, ich heiße euch willkommen. Okay. So, nö, da kann man nichts mehr machen. Ich kann auch sonst nichts sehen. Jetzt habe ich ihn da weggeworfen. Bin ich bescheuert? Sorry. Müssen wir ein bisschen Zeit verschwenden? Tom, Freundschaft. Her mit dem Zauber. So, nochmal ein Weizen. Okay. Hi, du kriegst ein Schwert. Ihr habt den Schlüssel, beziehungsweise ja, machen das wir. Schwert. Bitte, bitte gebt es mir. Und ich kann mich dieser illusionären Form entledigen. Ja, danke für das Vertrauen. Das Schwert ist in Wahrheit ein Schlüssel, der die Ketten löst. Jetzt hat Stufe erhöhen und hallo, Eri. Meine Hände, meine Haut. Endlich wieder real. Dank sei Bayerwar. Oh, wir müssen Quail finden. Und Carla stoppen, bevor er noch mehr Unheil anrichtet. Dann machen wir das doch gemeinsam. Ihr würdet mir glauben, euch anzuschließen? Ja, das ist gut. Ihr solltet wissen, dass ich mir zum Ziel gemacht habe, eine gute Freundin zu befreien. Also man kann hier sagen, entweder wir wollen Imoen befreien oder wir wollen Irenikus zur Strecke bringen oder wir können sie ignorieren. Je nachdem, was man machen will. Ich sage eigentlich immer, wir wollen Imoen befreien. Jo, passt. So, hallo. Ja, ihr seht, die hat genau 30 Lebenspunkte. Die ist so eine richtige Glass Cannon. Und das bleibt sie auch. Stärke 10, Geschicklichkeit 17, Konstitution 9, Intelligenz 16, Weisheit 16, Charisma 14. Wie alt ist die vermutlich? 13? Keine Ahnung, irgend so ein Kind. Oder für Elfen, wahrscheinlich ist sie schon 80. Lange Biografie. Kann ich euch nur empfehlen zu lesen. Wenn ihr im Hintergrund übrigens Klaviertöne hört, die unter uns üben mal wieder Klavier. Und oh nee, da spielt ein Kind drauf. So klingt das. Ja. Einmal bitte lesen. Eri ist einer der interessantesten Charaktere für mich. Ja. Soweit, so gut. Und sie ist sowohl Klerikerin als auch Magierin. Sie steigt nicht so schnell auf wie reine Kleriker oder Magier, aber sie wird gerade am Endcamp brutal, weil sie von beiden die höchsten Stufen zaubern kann, wenn man das richtig anstellt. Wahnsinn. Na, dann steigen wir aber mal auf. Hallo. Keine neuen Fertigkeitspunkte, keine neuen Fähigkeiten. Ja, ETW 0 reduziert, Handauflegen 14 mehr Trefferpunkte. Passt. Und Minsk steigt auch auf. Nichts neu. Sonst alles okay. Im Schatten verstärkt. Typ kann sich im Schatten verstecken. Alles klar. Soweit, so gut. Und da ist auch das nächste. Der Typ hat nämlich keine Kampfwerte oder so. Doch, eigentlich Axt 5. War aber beim Hochstufe erhöhen nicht da. Da muss irgendein Fehler bei dem Charakter sein. Vielleicht wirklich, wenn ich ihn gehen lasse und wieder zurückbringe, dass es passt. Skript. Who knows? Abbrechen. Nun ja. Soweit, so gut. Hallo, Ere. Du kommst mal nicht ganz hinten hin, sondern in die Mitte. Okay. Bevor wir mit der Lustsklavin reden, hat sie eigentlich irgendwas noch da? Nö, aber wir können jedem mal hier die ganzen Zauber geben. Die kann sie dann haben. Und komm. Ach, das machen wir irgendwann mal. Mach ich mal offscreen. Da können wir nirgends weiter, glaube ich. Nee, das ist das Ende. Dann hallo, Lustsklavin. Ich bin hier, um zu dienen. Seid reinen Herzens oder Carla wird euch vernichten. Carla ist der einzige Herrscher. Ja, wer genau ist Carla? Carla ist jenseits eures Horizonts Sterblicher. Er ist das Ende. Er ist unser Gott, unser König. Zittert vor ihm. Ich bin gekommen. Nee, interessant. Danke für den Rat. Gehabt euch wohl. Naja, sind wir doch mal böse. Ich bin für mich selbst verantwortlich und nicht Carlas Eigentum. Schauen wir mal, was passiert. Verbeugt euch. Naja, vielen Dank. Möge Carlas Segen mit euch sein. Naja, im nächsten Video gehen wir ein Stockwerk höher. Bis dann, Leute. Bis dann.